Willkommen zurück zu Shadow Heart 2. Es geht weiter, werte Freunde. Wir haben den Mondkristall uns ergattern können aus dem Garten der Königin. Es war gar nicht so ein großer Dungeon, aber umso besser, denn jetzt können wir wieder... Nein, nicht nach Japan zurück, sondern wir bleiben in Europa. Wir wollen natürlich nach Wales, zu Roger Bacons Labor, denn der hat uns einiges versprochen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist nach wie vor. Aber nun trauen wir uns das Ganze, denn sonst haben wir keinen weiteren Anhaltspunkt. Los geht's. Nun gut. Machen wir den gleichen Fehler wie Kato? Oder sind wir bei unserem Versuch in irgendeiner Weise schlauer? Das werden wir jetzt erfahren. Wo ist denn mein alter Freund? Wollten wir uns überhaupt hier treffen? Ja, bestimmt. Aber wo? Nee, hier... Oh, hier unten ist ja das Luftschiff, ne? Ich denke nicht, dass er da auf mich wartet. Ich schau mal oben. Roger? Vielleicht steht er auch draußen. Das könnte natürlich auch sein. Ich glaube, das war schon mal der Fall. Ich gucke erst mal draußen noch kurz. Wo soll die Party starten? Das hätten wir noch ausmachen müssen, mein alter Freund. Ah, da hinten. Nee, das ist die Leiter, die in diesen früheren Dungeon führt. Da wird er nicht sein. Hm. Wo ist er denn nun? Er hat doch gesagt, komm zu mir, wenn du es hast und so, ne? Wir gehen zu mir nach Hause. Und das ist sein Zuhause, würde ich mal meinen. Okay, gucken wir doch nochmal unten. Ich gehe besser in den Aufzug. Probieren wir es. Das sieht immer noch schön aus. Roger. Ich habe, was du wolltest. Oha. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Der Mondkristall ist fertig installiert. Alles ist bereit. Jetzt ist es endlich soweit. Ich habe dabei kein gutes Gefühl. Ich auch nicht. Ich meine, bis jetzt ist alles nicht schiefgelaufen, was Magie betraf. Falls Yuri oder Roger zu Monstern werden, ich könnte es nicht ertragen. Roger und Yuri können es. Ich glaube an sie. Karin. Im schlimmsten Fall werde ich tun, was ich tun muss. Tut mir leid, dass ich das von euch verlange, aber wenn mir oder Roger was passiert, zögert nicht, uns zu töten. Arme Karin, für sie ist es natürlich besonders schwer. Look at that. Well, let's get started. Okay. Thank you.
Alice! Now begins the secret of the Emigre manuscript. So this is what Kato did too? Not quite. Kato created Oka by using her hair follicles to make a clone. He merely used the emigre to manipulate time and force the nucleus to grow more rapidly than normal. That's why Oka doesn't have any of Yoshiko Kawashima's memories. She was born a completely separate individual. So, what about Alice? She's exactly the same Alice that you knew. Her memories and emotions are just as they were at the time she died. And when she wakes up, she'll feel just as though she had a nice, long sleep. Mm-hmm. You can't be serious. Yes, but the experiment isn't a success yet. This is just a vessel for her soul to enter. The magic happens from this point on. The real trick is going to be calling her soul back into this body. To this point, not a single wizard has been able to do it. This will be the true test. We may even give birth to a monster, or we might even become monsters ourselves. All right. Once we start, there's no going back. Fine. Orinus. Orinus. By the wheels of the cherubim, take this soul beyond the gates of time. Her soul isn't returning.
love you. I love you too. Made it out okay, huh? Welcome back! Did you meet Alice? Yeah. It didn't work at all. I'm a failure. I beg the forgiveness of God for having committed this terrible sin. I swear never again will I transgress against the holy word of our Lord. He seems a little too perky, no? Mm-hmm. But our Lord is merciful, and he has given me the answer! The answer? Do you mean to say that you know what Kato is planning? Exactly. By the wheels of the cherubim, take this soul beyond the gates of time. Beyond the gates of time! That means Kato is planning to create a warp in the fabric of time-space. A warp in time-space? When the emigre power is activated and new life is generated, there's going to be a momentary change in the flow of time. I believe Kato is planning to use that to destroy the world as we know it. Is that pretty easy? That flow of time thing? Well, it's not easy, but I'm sure he can do it. What's going to happen? It's hard to guess, but maybe we'll be sent 1,000 or even 10,000 years into the past. Oh, no. But whatever happens, the world that we know will disappear. That's certain. Where do you think Kato is now? If my guess is right, he'll choose a place on a ley line with a strong magnetic field. If I was Special Agent Kato, that's what I would do. Don't you think we should ask Karando's mother where he is? She's right. Jo, das war mal wieder eine Szene, ne? Wir haben Alice gesehen, wenn auch nur für einen ganz kurzen Moment. Aber ich glaube, für Yuri war es ein sehr wichtiger Moment. Ah, da kamen ja auch so ein paar kleine Tränchen gerade während der Szene. Das war wirklich überaus emotional und auch so traurig eben gleichzeitig. Heftig. Aber es hat nicht funktioniert. Die Seele lässt sich nicht einfach in den Körper wieder zurückbringen. Wenn die erstmal weg ist, ist es vorbei. Und was haben wir jetzt? Jetzt kommen auch noch Zeitreisen ins Spiel. Naja, mehr oder weniger. Zumindest die Zeitlinie dieser Welt zerstören. Um wahrscheinlich eine bessere aufzubauen. Interessanter Plan von Kato. Aber auch ein bisschen eigensinnig, ne? Schließlich würde unsere Welt, die wir hier kennen, schon seit über 70 Parts durchqueren, würde er einfach zerstören wollen. Das können wir natürlich nicht zulassen, deswegen reisen wir wieder nach Japan und zum Dorf, ne? Genau. Kurandos Mutter. Die weiß zum Glück immer Bescheid, was Sache ist. Ach ja. Got it, Nick. When
I first saw you hanging there like that, you scared me pretty bad. But now, I feel like I've become a little bit closer to you. Almost like a brother. Maybe when you wake up, maybe that's when I can finally let go of my past and be free. Okay. Wieder hier. Was für ein schauriger Baum. Okay, es sagt immer noch das Gleiche dazu. Wollen wir nochmal diese Tür testen, durch die Jean ging das letzte Mal? Oder warum schickst du mich gerade hierher? Einfach nur für einen kurzen Blausch? Ne, hier sind ja nur die Dinger. Und das machen wir auch bald. Ich würde... Ja, ich bin mir relativ sicher. Ich gucke nochmal später nach, Freunde. Aber ich glaube sehr stark, dass wir diese Woche schon mit dem großen Backtracking beginnen. Ja, das wird uns zwar dann auch nochmal eine gute Weile aufhalten. Deutlich länger wie das kleine Backtracking auf DVD-1, wo wir ja vieles nicht machen konnten. So, hier bin ich richtig, ne? Durch diese Tür ging sie. Wenn ich mich nicht irre. Und dann kam dieses Licht, genau. Und hier ging es nicht weiter. Und jetzt geht aber die Tür auf. Schon, alles okay? Natürlich. Ich bin in deinem Herzen. Nichts kann mich hier verletzen. Oh, in Ordnung. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich hatte Angst. Ich habe eine Menge verschiedener Szenen gesehen. Eine brennende Stadt, ein steinernes Gefängnis in einem seltsamen Turm. Es müssen Szenen deiner Erinnerung sein, Yuri. Szenen aus meiner Erinnerung? Jupp. Wenn ich die Szenen anschaue, verstehe ich etwas. Ich kann kein Glück finden, weil du noch nicht entschieden hast, was Glück für dich ist. Was Glück für mich ist? Genau, den Sinn deines Lebens, den Zweck. Du hast mir gesagt, Zweck deines Lebens sei Rache für mich und die Dorfbewohner, aber das ist traurig. Du musst wissen, was dich glücklich macht, Yuri, und dann sollst du wirklich glücklich sein. Sean, ich schätze das. Aber um die Wahrheit zu sagen, ich möchte nicht glücklich sein. Weil du vergessen hast, was Glück ist. Als Alice starb, hast du dein Glück mit ihr begraben. Als du ihr Grab schaufeltest, hast du geweint, bis keine Tränen mehr kommen wollten. Du hast Alice in den Sarg gelegt, in den Mantel eingewickelt und dann sanft mit Erde bedeckt. Das ist so krass, dass man jetzt die Rückblicke aus dem ersten Teil sieht. Also, was ist es, Yuri? Was macht dich glücklich? Ich... Hör mir zu. Der Fluch der heiligen Mistel wird deine Seele töten. Niemand kann das aufhalten. Du wirst dich verlieren. Du hast nicht viel Zeit übrig. Du musst herausfinden, was Glück ist. Das ist die einzige Waffe gegen den Fluch. Okay. Ich versuche es. Versprochen? Ja. Das ist schon krass hier. Tja, was ist Yuris großes Glück, welches er damals mit Alice begraben hat? Er muss es wiederfinden oder er ist verloren. Können wir noch eins weiter? Ja. Somebody talk to me. Call my name or something. Hey, Karen. Hey,
Oh, wait a second! Lucia! Old man! You stupid dog! Wait! I'm disappearing! No! I don't want this! Somebody make it stop! Diese Szene hatten wir schon einmal gesehen. Vielleicht weiß er nun, was Glück bedeutet. Und der Seelenstriptease geht weiter. This train. Alice. You're back. I guess that I fell asleep here waiting for you to arrive. You did? Oh. Did you have a hard time? Oh. You know, same as always. What? Can I sit next to you? Sure, go ahead. I feel kind of sick, sitting backwards. Was it hard for you? Huh? To find your way here? Not at all. Really? Well, a little, I guess. I'm proud of you. Oh, come on. I'll never forget. What? Taking this journey with you and meeting you, being with you. Alice. Don't worry. Whatever the curse is, I don't mind. I'm sorry. Don't be. I wonder if God'll punish me. Why? Roger and I used the emigre manuscript to bring you back to life. But we couldn't do it. So you really meant what you said then? I love you too. I know that. If there really is a God, and if he'd grant me just one wish, I'd go back to the day we met. Then we could take a trip together again. That was some trip, all right. Now we can see each other anytime. Anytime? I'm not going anywhere. Are you leaving? Yeah. I've got one more thing that I have to do. Once I take care of that, everything will be out of the way, and I'll come back to you. Then I'll never leave again. I swear it. Be careful. See you soon. Ja, da sind wir nun. Nach einer unglaublich schönen Szene
der Zug, ja, für alle, die Shadow Hearts 1 gespielt haben, da hat damals direkt im Ending hat das Spiel geendet und Alice ist da einfach von uns gegangen. Die Gründe kennt ihr ja, wenn ihr den ersten Teil gespielt habt. Aber jetzt nochmal, ja, diese Unterhaltung sehen zu können, eine ausführlichere Unterhaltung natürlich. Und die Suche nach Yuris wahrem Glück. Ja, das alles sehr, sehr schön in Szene gesetzt. Ich kann dazu halt eben nicht viel sagen. Wenn ihr den ersten Teil nicht kennt, dann ist da vielleicht noch ein Fragezeichen über euren Kopf. Aber ich würde jetzt gerne noch schnell zu Corandos Mutter gehen. Dann haben wir nämlich diesen Storypulk auch schon fertig. Wir können während dem Backtracking gerne nochmal darüber reden. Die ist bestimmt wieder bei diesem Brunnen, oder? Da ist sie ja immer. Gehen mal gucken. Könnte natürlich auch im Anwesen sein. Schauen wir mal. Ja, die Frage nach dem Glück ist auch, die Antwort, die wir darauf geben, wird Ending-relevant sein. Ach, jetzt bin ich doch bei dem Haus. Ach, ich guck mal, vielleicht ist er im Haus. Schauen wir mal eben. Ich denke immer, das Haus rechts ist das Haus, das Anwesen von denen, aber nee, es ist ja das ganz Große hier. Wer bist du denn? Auf dem Kontinent wird Krieg ausbrechen, nicht? Ich habe gehört, der Bruder unserer Führerin ist Soldat. Naja, ich muss mit der Hausarbeit weitermachen. Puh, ich glaube, ich lasse heute ruhig angehen. Okay, das ist nichts Neues. Ja, wir müssen dann die richtige Antwort geben. Das ist Ending-relevant. Natürlich zeige ich euch hier das gute Ende. Allerdings werde ich, wenn wir wirklich die Antwort... Wo bin ich denn jetzt? Jetzt hänge ich schon wieder da fest. Das ist mir schon mal passiert. Wenn wir die Antwort geben müssen, werde ich sicherheitshalber nochmal irgendwo nachgucken. Aber ich glaube, es ist sehr eindeutig herauszulesen, was das gute und was das eher weniger gute Ende triggert. Bin ich mir eigentlich noch sicher, dass das nicht so schwer war in dem Teil. Trotzdem werde ich nachgucken, ne? Nicht, dass ich da doch irgendwas verpeile. Man kennt mich. Aber das waren wirklich wunderschöne Szenen und ja, da sind wir nun. Willkommen. Es ist eine Weile her, dass wir uns gesehen haben. Du siehst sehr gut aus. Naja, es ist einiges passiert hier und... Ach, tatsächlich. Ist nie verkehrt, ein bisschen Glück in sein Herz zu lassen. Eigentlich wollten wir dich mal einen anderen Gefallen bitten. Ein Gefallen? Raus damit. Ich bin sicher, ich weiß, was es ist. Wir müssen Spezialagent Kato finden. Wir könnten ihn aufhalten, wenn wir nur wüssten, wo er ist. Was genau hat er vor? Er will die Zeit zerstören, indem er den Zeitfluss verzerrt. Es kann gut sein, dass er schon begonnen hat. Wir müssen ihn schnell finden und stoppen. Ich verstehe. Yuri? Ja? Bereit zum Kampf? Gegen einen Freund? Ja. Er ist in Asuka, östlich von hier. Asuka? Ja. Die Steinplattform in Asuka. Mutter, ich dachte, die Steinplattform war nur... Seit alters her sagt man, dass es der Ruheort von Soka no Umaku sein soll. Aber es ist keine Grabstätte, sondern ein Altar des Gottes der Zerstörung. Ein Ort voller mystischer Energie, verbunden mit Yamato. Ich bin nicht überrascht, dass Kato den Ort als Basis ausgesucht hat. Yuri? Das wird das Schlachtfeld sein. Sei vorsichtig, die Macht der zerstörerischen Seelen, die in Yamato schlafen, ist die Macht Katos. In Ordnung, verstanden. Jetzt ist es besser auszuruhen und die Kräfte zu regenerieren. Denk eine Nacht lang nicht an den Kampf. Dann morgen... Habt ihr eure Freundin gefunden? Ihr könntet es sonst bereuen. Ihr müsst an euch glauben. Okay. Ihr habt's gehört. Wir wissen jetzt, wo er ist. Und das ist in der Tat
Das letzte große Schlachtfeld auf unserer Reise. Das ging jetzt ein bisschen schneller als erwartet, gebe ich zu. Aber in Ordnung, lass uns beginnen. Au, au. Hä? Karin ist nicht da. Oh, ich hab sie heute Morgen gesehen. Wo ist sie hingegangen? Ich schau mich nachher um. Ich würde ja mal beim Brunnen tippen. Ich meine, wo soll man hier sonst noch hingehen? Aber, werte Freunde, das machen wir dann das nächste Mal. Lassen wir den Part erstmal sacken. ja, das Wiedersehen mit Alice ist, und diese Erinnerungsmomente, es war ja sehr emotional, sehr sentimental, vor allem für Yuri natürlich. Und wir haben ein großes Ziel vor Augen. Ich denke mal, wir werden morgen bereits mit dem großen Backtracking anfangen. Ich werde mich in der Zwischenzeit nochmal ein bisschen schlau lesen. Nicht, dass ich was wegen dem Ende oder sonst wie falsch mache. Und wie weit wir eventuell doch noch hier was machen dürfen, bevor es kein Zurück mehr gibt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn wir auch hoffentlich Karin wiedergefunden haben. Und es hier wieder heißt Let's Play Shadowheart 2. Also, bis denne.